Sau. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Mario Kart 8! Fresse! Zu einer weiteren Runde Mario Kart Sau. Mario mit allen aus dem Mario 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 Mario. Ja, das war interessanterweise gar nicht so schön. Achso! Ja, wie jetzt? Aber ich sag, wer hätte es bei dieser Besetzung erwartet, dass das gar nicht mal so schön wird? Ja, ich habe halt nicht mitgesungen. Soll ich Pecco aufs Maul nehmen? Okay. Komm, geh sterben! Alter! Ich habe versucht, Pecco zu treffen. Seit wann bist du auch vor Pecco? Ja, komm, ich eben jetzt weg! Er hat es vorbeigefahren. Ich reiße so den Arsch auf, wenn ich dich mal sehe. Ja, und deswegen sagt schon wer dir meine Adresse nicht. Erst mäste ich dich und dann reiße ich den Arsch auf. Weißt du was, das ist okay, dann krieg ich Essen. Das ist für mich keine Folter. Wir kinkshamen nicht, ne? Außer bei Hunti. Was? Wo kam diese Banane her? Boah, hallo! Nee. Ich war ein Pecco Feuer! Alter, dieser kommt! Au. Das hast du verdient. Au. Das hast du absolut verdient. Das hast du verdient. Also ich schon mehr was. Du eigentlich gerade sehr gewohltätig? Ich weiß es nicht. Da waren auf einmal grüne Panzer und die sind abgeballt und haben mich erwischt. Ich wiederhole dich. Wolle Rose kaufen. Pecco, hast du was zu verteidigen? Ich sehe ja, ja, hast du wirklich kaufen? Schade. Schon wer beschwört meinen Blauen? Geh weg, okay. Du Hure! Hong shakalaka laka unshakalu. Hong shakalaka laka unshakalu. Ja, geil! Das ist ein Flint Hammerhead. Oh yes. Unga, unga, unga! Schade, Peck. Fuck! Ja, geil! Ich bin Schatten einfach richtig krass. Nein. Ich bin Schatten nicht, du bist fett. Jetzt muss ich einfach hart upskillen, das ist easy. Ayaya. Geh mal weg, du fette Sau! Ayaya! Ayaya! Gut, dass jeder direkt mitmacht, so wie es es gehört. Ja. Ich bin das aber auch nur aus dem einzelnen Metal, aus dem Ding von Dams. Zu dem neuen Metal. Fuck, ich hab nichts mehr und er hat eine Tröte! Wir brauchen zwei blaue! Umschakalakalaka, umschakalu! Umschakalakalaka, umschakalu! Ich bin ins Dreck gefahren, ich hätte ihn überholen können, aber es war zu knapp. Wenn ich mal bei Chi bin, mache ich ihr morgens so ein Müsli mit Banane drin. Dann wird genau das passieren. Sie schaut sich die Schüssel an. Banane! Und dann schmeißt sie das weg. Das ja, genauso voll aus. Gegen die Wand und die Nachbarn nur. Man macht ihr keine Banane zum Frühstück. Dann weiß doch jeder. Ja eben, das ist doch Common Knowledge. Die Nachbarn hatten der wahrscheinlich mal Bananen geschenkt und die hat genauso reagiert. Ja, die hat sie einfach hinten eingeführt, bis sie Bananen gekotzt haben. Ich meine, dafür, dass ich immer so rumschreie, hat sich noch nie jemand beschwert. Bei mir auch nicht und freitags ist um die Zeit immer Chor unten. Sind deine Nachbarn nicht alle alt? Die müssen doch Angst dann haben. Oder? Nein, die werden immer mehr junge Leute, weil die Alten alle wegsterben. Boah, Gina, bist du die Nächste. Vielleicht sind die Leute vom Chor da auch froh drüber, weil die denken, oh, da singt endlich mal einer mit. Ja. Boah, das ist so schlimm. Die können eine halbe Stunde. Ernsthaft? Ich besuche auch das nächste Mal einen Chor und wenn die anfangen zu singen. Ich sing mit! Hast du die Banane gesehen? Hallo? Hallo. Ich krieg schon wieder nur Pilzis. Ich krieg auch nur Pilzis. Na Kackenaffen! Eine Münze! Affen kacken! Feuerball! Das fand ich nicht. Ich hab nicht dich abgeknallt, okay. Ich hab Pecco abgeknallt. Pecco hat dich abgeknallt. Ich werde mir nichts in die Schuhe schieben lassen, weil das würde heißen, ich trag Schuhe. Und was bin ich eigentlich? Dumm! Das war blöd, jetzt sagt jeder ja. Ich finde den Umgangston hier nicht gut. Oh, what? Wir müssen darüber reden. Das ist Liebe! Reden. Du weißt, wo ich was auch Liebe ist. Ich dachte, das sind Hiebe. Nee, weiß ich nicht, was Liebe ist. Klingt eher nach, ja. Weißt du zumindest, was Fun ist? Wenn nicht, dann kann ich es dir sagen. Pass auf. Ja, bitte erklär. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich. Du Finger, das war mein. N steht für endlich, haben wir mal Spaß. Der Pecco kriegt gleich aufs Maul. Der glitzert. Nee, krieg ich nicht, ihr Sau. Du Sau! Feuer! Das meinte ich nicht, weil ich meinte eigentlich meinen roten, den hast du auch abgewehrt. Achso, nee, ich hab den blauen abgewehrt.
Ciao, ciao! Ich, nee, ich schieb dir gleich sowas Fettes in den Arsch, ne? Fand ich jetzt gut. Schieb den mal eine Banane in den Arsch. Der hat die Kurve so weit genommen und ich hatte einen Pilz. Banane das war schön. In dein Ohr. Eine Banane in mein Ohr. Kleine, nee, feine. In den Arsch. In dein Lieblingsohr hinein. Es ist wahr. Sagt wer? Oh, ja, Junge. Ich kenne das, aber ich könnte es leider nicht mitsingen. Wie sagt der auch? Schon mehr, gib ihm Dropkick aus deinem Popo. Okay. Wow. Wow. Schade, dass das nicht Revo ist, sonst würde das ziemlich cool aussehen. Wann kommt die neue Revo-Ding jetzt raus? Gar nicht, ja, glaube ich. Macht mich traurig. Bis dahin muss Äppchen sowieso 4 Generationen durchspielen, das ist ein bisschen viel. Vier Generationen, wovon? Äppchen? Nix. Ja? Wie viele Punkte hat Toadette? Wie viele 69. Die muss krass sein. Schon mal, leg dich nicht mit der an. Krass. Weißt du was? Pecco, warum kannst du nicht solche Antworten geben? Ey, weil du eine fette Banane im Arsch hast, du Sau. Ja. All in favor dafür, dass ich gegen ich ausgetauscht werde mit Pecco. Wir haben dich jetzt gegen Mutti getauscht. Das finde ich jetzt diskriminierend. Pecco, ich weiß, ich hab's dir schon ein paar Mal liebevoll gesagt, aber. Nein, du hältst jetzt deine Schnauze. Hey, Pecco! Wieso treffe ich eigentlich immer Chi? Hat den! Hast du mich oder was? Ja, scheinbar! Sicherweise. Ich schieß einfach gnadenlos nach hinten in die Menge, ohne hinzusehen. Und Chi fährt rein. Ich schieb dir gleich einen fetten Stuhl in den Arsch. Geil. Und da sitzt man nicht gerne drauf. Warum denn? Ich ist ein Sturm. Ist der ungefühl? Hast du was gegen meinen King? Ja, ich hab die Bombe. Aber der Blitzkampf war eigentlich ganz gut. Oh. Also, ich shame euch nicht und du beleidigst mich. Finde ich jetzt nicht gut, um ehrlich zu sein. Ja, echt, ey, da hat Äppchen der Mongo recht. Ja, da hat der Mongo recht. Ich finde, wir sollten hier niemanden beleidigen, ihr Arschlöcher. Richtig. Bin ich gar nicht cool. Wieso hat der Grüne mich getroffen? Alter, ohne Wieso Scheiß. Wieso hat der Grüne sie getroffen? Ich merke, alle hier gar nicht kommen sollen. Du, ich sehe doch genau, dass ein Zweiter kommt. Tundus Abflug. Adi, hilf mir! Adi! Was ist mit den ganzen fetten grünen Panzern? Ich hasse alles! Das war mein ganz besonders! Du Wichser! Ernähre mich! Halt die Fresse, Schnär! Leid! Du Hure! Die Bombe habe ich fast erwischt! Wie nur fast? Ja, ich habe einen Pilz gehabt und hatte Panikgras. Das haben High-Leute auch immer. Ich habe ja nicht übers Gras fahren, sonst kommt ein Bummer ran. Aber es ist so schön grün! Schloss schön. Nein! Und da kommt ein Geist! Ach, ficki knicki. Wer hat meinen Boomerang jetzt? Ich hab deinen Boomerang. Ficker! Ihr seid alle, warum klauen die Geister immer bei mir? Das finde ich nicht witzig. Oh cool, weißt du was? Du hast schon wer trotzdem erwischt. Ciao! Alter, wieso ist das immer? Schakalakalaka, Schakalu! Blau, komm! Los! Vollgas! Der soll nicht aus seinem Arsch kommen. Das ist der Erste. Fickt euch! Fickt euch! Mach ich noch? Ja! Mach ich noch? Hey. Das hast du verstanden! Da war schon wieder ein Geist! Das ist doch nicht wahr! Nee, jetzt werde ich auch noch Sechster! Nein! Da kommt Blauer. Und der trifft mich. Du bist das Letzte. Sechster, hab ich gesagt. Aber jetzt hol ich den. Schon wer, geh mal zu Peck und zieh sein Kabel. Der spielt nicht mit Kabel. Zieh mal sein Haar aus seinem Nippel. Ich war ja klar, dass es sich wieder vorleckt mit seinem Lex-Switch. Ja, echt, hey. Ey. Pecco-Lex! Pecco-Lex! Chi-Lex! Nein. Gewinnt nicht, schon, der ist nicht bei ihr. Der sitzt nicht auf dem Boden. Außerdem hab ich jetzt einen LAN-Adapter. Ja, okay, stimmt, sonst wird das immer gehen. Ich hab keinen LAN-Adapter und bei mir läuft mein Internet trotzdem 90 mal flüssiger als bei. Pecco-Lex! Ich hab sonst keine Probleme, bloß wenn. Schon, wer sich auf den Router setzt! Hatte der? Du bist so fett schwer. Weil er denkt, das wäre ein schöner Stuhl. Nichts. Was? Die Antenne sieht bequem aus. Wie so ein Magnetilo. Hier habe ich Penguin-Starte gelegt. Warum ist rosa Gold Peach ganz vorne? Ich mach die Merkmale am Pilz. Also sonst hätte ich auch auf dich geschossen wahrscheinlich. Gee, du hast die Banane einfach ins Nichts geworfen. Ja, ich weiß. Nein, Penguin, kein Bildschatten. Hallo, Gee. Hallo. Als ob du mich noch gesehen hast. Ja, natürlich. Du bist fett und hässlich.
Oh, ich hab Tutu. Schon, ja, komm mal kuscheln. Hallo. Ja, soll ich kuscheln kommen? Hi. Hi. Oh, cool, Doppelleiter. Er hat Feuer. Oder? Von voll ja, da war gefährliches Feuer von mir. So ein Feuer bei ihm. Nein, das war ein Feuer. Boah, geil! Das hab ich gesehen. Shiva, das ist da passiert, wenn man da hat. Nein. Was? Oh, da kommt was. Ich weiß nicht mal, ich hab nicht mal gesehen, dass da irgendwas war. Es war einfach bloß plötzlich eine Explosion. Ich auch nicht. Bei mir war da auch gar nichts. Dass du einfach weiterfährst, wenn ich anhalte, ist halt interessant. Bei mir aber auch. Oh, Mann. Terminus war kurzzeitig echt dankbar, dass ich ihn getroffen habe. Mit was? Ich wurde nicht getroffen. Hey, nicht knutschen. Wer hätt's gedacht? Fucking goddammit Hurenkurve. Alter, ich bin zu behindert. Hilfe. Hab einen Schlaganfall. Schnell, hol dir mal einen Krankenwagen. Ich hab versucht ihm zu helfen, als er auf dem Boden lag. Ich hab ihn draufgedreht, aber es hat nichts gebracht. Komisch. Hol dir mal den Tummer-Krankenwagen. Was? Den Tummer-Kummerwagen. Nein! Fick ist jetzt passiert. Hast du verdient, für was auch immer passiert ist. Feuerball! Du musst nicht werfen. Das war ich nicht, der hat Chi erwischt. Von mich! Ich hab echt Äppchen Chi und mich erwischt. Da kommt ein Blauer von ganz hinten. Wirklich? Ja, absolut verdient. Schon mal, lass mal Pico vor. Ja. Alter, der ist doch nicht mal an mir vorbei. Da hab ich, da ich bin. Fuck you! Hat er dich getroffen? Ja, ich bin voll weit außen gefahren und der hat so einen richtig geilen Drift in mein Gesicht hingelegt. Fand ich so nicht cool. Der Blauer? Nee, Adolf Hitler. Ja, also der. Feuerball! Das ist halt immer so, wenn Adolf Hitler vorbeikommt und einem voll ins Gesicht driftet. Das ist fies, ich weiß. Ja. Ich will nicht zweiter sein. Fahr! Joa. Schieß, Feuerball! Shit! Becker, du bist so schnell. Jetzt, wo man zwei braucht, treffe ich sie natürlich ja, nicht. Ja, ich fahr halt schon auf 200 CCM. Ich bin dafür, du fährst ab sofort mit dem, Bärchen. Mehr. Wieso? Oh Gott, schwer war so knapp. Brossi lasse ich mir nicht andrehen. Gold lasse ich mir sehr gerne unter den Arsch andrehen. Pecco ist einfach ekelhaft. Falls dir die Folge gefallen hat, dann geht doch bitte zu Pecco und klaut ihm seine Switch. Bäuerchen, aber nur ganz leicht, weil ich ohne Kohlensäure. Das Kollege in der Schreibung, Tim ist raus. Bye, bye. Sau. Oh, Sauerbraten, ja.